Hallo, hallo. Wer mein letztes Video geschaut hat oder meinen letzten Vlog, der weiß wahrscheinlich, dass ich gerade bei Luca, meiner Freundin, zu Besuch bin in Spanien. Und ich habe die letzten Tage ein bisschen gefilmt, was wir so gemacht haben. Und das ist einfach das Intro, damit man auch weiß, was passiert, was Sache ist. Viel Spaß beim Zuschauen. Zum Frühstück gibt es Joghurt, selbstgemachtes Granola, ganz viel Obst, Kaffee. Mad sweat though. Wir kommen gerade vom Laufen. Ich bin auch schon geduscht, aber irgendwie schwitze ich noch nach. Und bin auch voll rot. Aber ja, wir waren gerade laufen. Es regnet heute und es bewölkt. Also perfekt zum Laufen gehen. Wir sind an einem Feigenbaum vorbeigekommen. Richtig cool. Da haben wir noch ein paar Feigen beide mitgenommen. Und ja, die wandern dann gleich in unser Frühstück, glaube ich. Ist das eigentlich deine Playlist, die da gerade läuft? Das ist schon jetzt genau den gleichen Geschmack. Ist irgendwie ein schönes Geräusch. Ja, sehr befriedigend. Kaffee ist fertig. Bringst du uns ins Licht? Ja. Frühstückskunstwerk. Bon for the veggie. Ah, hast du es gemerkt? Enjoy, bon appetit. Bon appetit. Guten, bon appetit. Lass es dir schmecken. Please love. You always love. Also ich habe jetzt keinen Tiefen, keine Mappe mehr. Vielleicht sollte ich mich doch melden.
Luca und ich sind gerade mit unserer kleinen Morgenroutine den Tag gestartet. Wir haben meditiert mit so einer geleiteten Meditation auf YouTube. Dann haben wir noch Yoga gemacht, jeder für sich. Und dann haben wir gerade noch ein kleines Workout zusammen gemacht, auch von YouTube. Und jetzt machen wir Frühstück. Gestern hatten wir richtig den schönen Tag, sind wir mit dem Bus an so ein bisschen außerhalb von hier irgendwo hingefahren an den Strand und sind da auch nochmal 45 Minuten hingelaufen. Das hat sich so gelohnt. Und ich hatte hier vorher für uns gekocht. Ich hatte Seitan angebraten, da hatten wir noch Reis über und da habe ich ja so eine Seitan-Gemüsepfanne gemacht, so gebratenen Reis. Das war richtig lecker und das haben wir dann am Strand gegessen abends und ja, waren da fast, bis es dunkel geworden ist. Und ja, es war so schön zu schwimmen und so. Es war richtig der schöne Tag. Und jetzt muss ich, glaube ich, mal meinen Porridge umrühren. Möchtest du mir erzählen, was es heute gibt? Es gibt Porridge, was Kira gerade gemacht hat, mit ganz leckerem Apfel, den sie schon mitgekocht hat. Oh. Voll die gute Idee. Innovativ. Dann was haben wir noch reingemacht? Kerne und Samen, Chiasamen, Leinsamen, Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne und Zimt. Nicht zu vergessen. Und die Kombi aus Apfel und Zimt ist ein Träumchen. Und dann gibt es noch Brot mit Banane. Und das ist geröstet in der Pfanne. Geröstet. Banane mit Schokoaufstrich und Erdnussmus und Tahini. Und jetzt? Und heute ist auch schon wieder der letzte Tag. Ich habe gerade meine Sachen gepackt, so ein bisschen zumindest. Und morgen gehe ich nochmal in ein Hostel in Valencia. Und von da fliege ich nämlich nach Griechenland in 2 Tagen. Oder ist es in 2 Tagen? In 3 Tagen. So verrückt. Ja, deshalb beende ich das Video jetzt hier, weil ich es hier noch hochladen kann. Wer weiß, wie die Internetverbindung in dem Hostel ist. Wahrscheinlich nicht so gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.